du hattest es mir halt sonst nie gesagt gehabt. Und da das mit dem Haken erst kam, nachdem ich schon länger auf dem Server war, hatte ich davon keinen Plan. Ja, Leute, Ich und habe eine damit herzlich Ausrede. willkommen zum heutigen Livestream. Akaya hat gerade nur was angesprochen, was meinen Community-Discord-Server angeht. Da habe ich ab heute jeden, der da bei den Regeln das Häkchen nicht gesetzt hat, den Gamertier-Rang weggenommen. Einfach nur, damit jeder hier bestätigt, dass er die Regeln auch gelesen hat, die es auf meinem Server gibt. Schreibe ich, wenn... Der letzte drin ist auch nochmal rein. Ich habe auch gesagt, dass ich ab heute keinen mehr daran erinnere, dass der Stream stattfindet, ne? Also, dass jeder selbstständig dran denken muss. Aber ich kann dem vierten, beziehungsweise dritten, der sich vorangemeldet habe, trotzdem noch eine zweite Einladung schicken. Einen Moment, bei mir klopft's. Und bei den Shellshock-K.O. Wie ihr sehen könnt, habe ich auch ein bisschen was am Plan verändert. Den werde ich jetzt aber wegmachen. Was habe ich denn überhaupt Schönes? Ich habe sehr Schönes. Ich stehe doof. Du stehst perfekt für meine Wicked Witch. Ich aber nein, perfekt für deine Wicked Witch sitzt. Diesmal wird es leider keine 300 Damage Wicked Witch werden. Da wollte er wieder hier die Hacker Witch raushauen. Nein! Nein! Du hast keine Energy mehr. Nein! Weißt du, wofür du wieder perfekt stehst? Für mein Arrow. Oh shit. Ach, geh in den Boden. Schieß nur auf den Dark, der ist auf 97. Ich kann ihn da nicht treffen. Außerdem entweder Dark oder ich gewinne jetzt eh. Oder ich schieß einfach drüber. Ich hab dich gerettet. Dark, komm her. Nein. Ich hab auch nichts, nein, du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Dark, der wird jetzt eh gewinnen. Nicht, wenn ich einen Aufklärer habe, den ich perfekt schießen kann. Um Gottes Willen, Stufe 3 Feuerwerk. Aber du stehst günstig für eins von den Dingern zumindest. Dass es dich nicht getroffen hat. Perfekt. Ich komme hier nicht mehr hoch. Scheiße. Ich sollte dich noch mit dem Messer treffen. Ich verhindere, dass du hier so easy gewinnst. Ich schieße euch nochmal Keulquappen rüber. Ich mag meine Froggos. Und da hat einer trotzdem gewonnen. Wo kamen die Prozent auf einmal her? Ich sag dir doch, geh auf Dark. Ich hab ja meine Frösche zu ihm rübergeschossen, aber die sind leider nicht zu ihm gesprungen. Ich tanze ein paar Meter hier rüber und ein bisschen größer. So. Ja, ich habe die Bewegungsphase dadurch jetzt verpennt. Ich habe sie auch verpennt, weil ich gerade noch Bubble Tea am Trinken bin. So, ich schieße jetzt erstmal meine Schlong. Jetzt kommt meine Schlonge. Das ist eine beschissene Schlange, die mögen mich nie. Ich hab's schon mal geschafft, mit der Schlange irgendwie auf einen Target irgendwie 300 Schaden zu machen. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's geschafft. Kann mir einer von euch seine Waffen vielleicht schenken? So eine Stiftung? Ich hab echt beschissene Waffen. Ja, hier, kommt rüber. Eine Stiftung kommt rüber. Okay, der Springboden war weit besser als gedacht. Hat die Stiftung gefallen? Ja, hat's. Und ich muss gucken. Irgendwas mit BBS. Nee, danke fürs Follow. Sawblade. So, dann sehe ich das besser. Danke, ich konnte es nicht ganz sehen. Entweder funktioniert das jetzt mit dem Portal mit dem Pfeil oder geht komplett in die Hose. Ach, verdammt. Ja, genau, vernichtet euch selbst. Hauptsache, ihr geht nicht um mich. Ich hab schon so wenig. Ach.
Ah, da kriege ich direkt einen Wutanfall. Hi, Jerry. Da wollte ich gerade in Dark rein, damit ich das machen kann, was ich machen wollte. Hab ich gesehen, hab ich sogar schon drauf reagiert, Jerry. Da wollte ich was Tolles an Dark machen und er verzieht sich einfach. Kann man sich mit Wutanfall selber treffen? Wenn ja, hätte ich das gerade fast. Und ich hab's gesehen. Du Schwein! Warum musstet ihr in den Graben ziehen? So komme ich nicht zu euch. Störung war doch das, was rüberspringt, ne? Ja. Overcharge. Du Schwein, Dark! Jetzt bleib doch mal bei mir! Aus dem Streit halte ich mich raus! Ich will doch nur knuddeln! Denn hier kriegen Godrays ab! Scheiße, Wind! Ich hab keinen Kaktus! Naja, gut, ich hab schon einen, aber ich will ihn nicht nutzen. Nur ich weiß, wie man ihn richtig verwendet. Ich will den Kaktus nicht nutzen, Dark! Gut, dann mache ich's halt so. Hier kommt meine Möwe! Ich wollte den verdammten Kaktus nicht nutzen. Ich wollte ihn lediglich auf den Kopf scheißen. Der Wind war stärker als den Kopf scheißen. Ja, ich wollte auch auf euren Kopf scheißen, aber ich habe den Wind bei weitem unterschätzt. Ich hab den nur auf leicht gestellt, ne? Warum habe ich mich nicht mehr zu euch bewegt? Ich bezweifle, dass der gut trifft, aber... Dark lässt ihn mich eh nie machen. Obwohl ich eigentlich Mama Seagull in sein Gesicht machen wollte. ja. Wenn wir mit der Community spielen, dann meistens eher so Community-Streams. Aber wenn wir das Projekt abgeschlossen haben, dann könnt ihr gerne auch mit uns Monster Hunter spielen. Tja, ich bin leider nicht dabei, auch wenn ich gerne dabei wäre. Ja, hast mir gesagt, warum. Und moin, Ted. Heute ist der Chat aber früh sehr aktiv. Und normalerweise erst nach einer halben Stunde. Das ist wirklich ungewohnt, dass die schon zur Ladungszeit so aktiv sind. Komm! Ja, beide! Dark Friedenspakt, wir müssen auf Shining gehen. Ich bin ungefährlich! nach den Ladungsrunden darf jeder mitzocken. Wenn du Monster Hunter meinst, das spielen wir nur in Aufnahmen momentan. Das Dark, Einzige, was wir privat machen, ist ein bisschen Shining keine fahren. Ladung mehr hat. Ja, das ist momentan auf YouTube so ein Hauptprojekt bei mir. Ach, boah, die Vögel haben richtig gut getroffen. Easy, welcher Schuss war deiner? Ach so, der Störungsschuss. Hilfe, die haben sich gegen mich verbündet. Ja, weil du noch nach wie vor die meisten Punkte hast. Nein! Ich scheiß euch jetzt allen auf den Kopf. Ich bin unschuldig, ich hab noch niemandem was getan. Der fliegt sowas von zu weit, aber egal. Was ich machen könnte, was Monster Hunter angeht und der Community. Wenn wir mit dem Projekt auf YouTube fertig sind, dann könnten wir generell auch ein paar Community-Streams machen, wo ich dann mit meinen Kollegen einfach euch ein bisschen bei euren Quests helfe. Naja, erstmal müsste man mir denn helfen, wenn ich das hab. Sunny muss man auch ganz dringend helfen. Tut mir leid, aber die Waffe kann ich nicht besser benutzen. Ich will warten! Ich hab mich mehr selbst damit getroffen! zwei Rundenladungen sind das noch. Für Dark ist es erstmal die letzte, meinte er. Ja, danach haben ich und Akai ja einen Zweikampf. Eins gegen eins. Und danach könnt ihr ruhig mitmachen.
Dann verprügeln wir uns eins erstmal. 1 gegen 1 sollte eigentlich auch relativ schnell gehen. Hust, hust. Ey, das ist die einzig gute Waffe, die ich habe. Und ich hab wieder Kaulquappen. Ich kann sie nicht nutzen, weil da oben was ist. Und ich hab wieder Kaulquappen. Ja, das geht jetzt an den Dark. Nehm das scheiß Portal endlich da weg. Ich hab 100% Ladung und hat trotzdem nicht gewonnen. Stellt euch bei Isam. Ich könnte noch treffen, aber würde kaum Schaden machen. Ich versuch's trotzdem. Wir müssen Dark seine Ladung abziehen, der darf niemals wegkommen. Ich habe euch beide einfach getroffen. Boah, mir wird der Tag verhagelt. Aua, warum macht das so viel Schaden? Das ist seit langem unser erstes 1 gegen 1 live, ne? Ja, unser letztes 1 gegen 1 war ja, dass ich irgendwie aufgrund von Luck ziemlich häufig gewonnen habe. Warum? Obwohl du Atombombe hattest. Warum starte ich in einem Scheißloch? Ja, oh nee, schade. Ich habe leider keine Splittergranate. Ey, ich guck gerade, ob ich irgendwas habe, um diesen Berg zu zerlegen. Ich guck gerade, ob ich dich zerlegen kann. Oh, danke. Nein! Kannst du mir noch ein bisschen mehr helfen, dass ich auch mal tatsächlich hochkomme? Nö. Jetzt habe ich nichts mehr. Wobei, ich hätte einen Mega-Quake, aber so großzügig wie ich bin, nutze ich ihn nicht. Ich habe Mega-Quake, aber großzügig wie ich bin, werde ich ihn nicht nutzen. Der hätte fast verfehlt. Das ist halt traurig, dass so Safe-Fitness-Sachen trotzdem verfehlen können in Shellshock. Das ist schon traurig. Jetzt erlege ich dich. Daneben. Mist. Ich mache uns einen Abgrund. Du triffst mich niemals. Tu ich halt echt nicht. Obwohl doch, David. Paprika! Ey, was schieß ich? Duel Needler! 84! Ich glaube, dein war effektiv. Das gebe ich zurück. Das gebe ich zurück, die 84. Dein war definitiv effektiver. Ist doch Müll. Der schiedet. Kommt, meine Tontauben, rettet mich. Die werden nicht funktionieren. Was schieße ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich verregne dir den Tag. Oder auch nicht. Weißt du, warum die Tontauben nicht funktioniert haben? Wegen diesem kleinen Zipfel da vor dir. Ich habe aber noch Option Nummer 2. Und danach wird das dein Ende. Nö. Außer du gehst nach Tau. Obwohl, eventuell funktioniert das sogar besser. Nö. Doch. Verdammt. Ja. Ha, nicht wirklich viel Schaden. Danke, Spiel. Ich hab nichts Gutes. Ja, guck mal, wie nett das Spiel zu mir ist. Das Beste, was ich schießen kann, ist traurigerweise gerade einfach das hier. Ich bring dir die Torpedos nochmal bei. Ich krieg die nicht hin. Warum habe ich die Bewegungsphase wieder verpasst? Ja, passiert mir auch oft. Ich scheiß jetzt auf den Kopf. Du hast den Wind gesehen, oder? Ja. Na, ich hab noch getroffen. Mit dir geschützt? Das ist die vierte Stufe von irgendwas. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Oh, du hast Wacky Cluster geschossen. Das habe ich zufälligerweise auch. Repetiergeschütz! Uzi! Oh, das geiles Geschütz! Das war mal ein guter Kugelhagel. Das war ja fast schon gut. Aber nur fast. Weißt du, was ich Tolles habe?
Eine Multinade. Konter 4000. Multinade. Aua. Ja, aua. Triff dich selber. Ich hab ganz hier mehr viel Kugelregen gehabt. Ich hab ganz viel Kugelregen gehabt, aber nichts getroffen. Oh ja, ich hab was richtig Spaßiges. Ich hab Spaß. Spaßiges. Ja, ich hab Spaß. Weißt du, du hast deinen letzten Strafzettel nicht gezahlt. Da oben steht das Paket gut. Weißt du was? Ich klatsche den Area Strike ins Gesicht. Wenn ich nicht im Loch gelandet wäre. Das hast du gut Egal, gemacht. Ich treffe dich trotzdem. Das hast du fein gemacht. Ich treffe dich trotzdem. Warte ab. Zu weit. Obwohl, vielleicht die Körner. Jawohl. Au. Das war kein guter Damage Trade. Weißt du, was ich habe? Ich glaube, ich würze dich mit ein bisschen Paprika. Du stehst in voller Blüte. Wird diese Runde jemals enden? Irgendwann bestimmt. Ein Moment. No, zu der Paprika muss noch mal eine Ladung Pfeffer. Du stehst perfekt. Kacke. Du Aua. Standst einfach perfekt. Und du stehst nicht wirklich gut für mich. Zeit für meine Sterne. Ach, wie hast du dich jetzt noch bewegt, wo ich gedrückt habe? Oh, der hat gesessen. Kannst du wenigstens da festsitzen? Nö. Ich sitz nirgendwo fest. Ich gönn mir jetzt einfach. Nein! Du hast da zwei Sachen in deinem Schussfeld. Das finde ich jetzt nicht nice. Wenigstens genau getroffen. Ich habe einen schweren Ringer und einen Pinger bekommen. Wir haben genau gleich viel Schaden gemacht. Ich habe auch noch ein Messer bekommen. Komm, lass mich mal meinen Disco-Ball leveln. Niemals! Geh woanders leveln. Boah. Da, wo du gerade stehst, bist du sogar noch perfekter für meinen Beacon. Wo ist eigentlich deiner? Der ist verbuggt. Ja, ich stehe perfekt für deinen Beacon, ich sehe schon. Verdammt, der ist ein bisschen runtergerollt. Mein Disco Ball ist kurz vor Level Up. Ich will ihn endlich auf zweiter Stufe haben. Dann schieß ihn doch einfach und hoffe aufs Beste. Der trifft sowas von nicht. Doch, er hat getroffen, dich. Ja, mich. Ich habe gerade halt wirklich nur Abfall. Das Beste, was ich habe, ist traurigerweise einfach nur noch das hier. Hallo. Das ist das Beste, was ich noch hatte. Ich glaube, meins macht mehr Schaden. Oh, Geld. Ja, nicht allzu viel mehr, aber etwas mehr. Nee, dein Messer will ich nicht. Doch, du willst es. Du bist ein Arsch, weißt du das? Ich will dich messern. Oh, so ein schöner Crit. Wir haben es geschafft. Win, obwohl ich anfangs so weit hinten lag. Ich habe halt nur Abfall bekommen am Ende. Also, wie lange wird der heute ungefähr gehen? Diesen Monat ist noch Max 23 Uhr. Guck mal, du bist in meinem Team. Oh, weißt du, was ich Tolles habe? Ich habe einen Beaconator. Und wo ist dein Beacon? Der Witz wird langsam oll. Ich weiß. Oh ja! Nuke einfach mich rein, Dark. Schade, würde der an der Kante stehen bleiben. Oder jetzt auch nicht mehr. Wenn ich genau Akaya treffen würde, würde ich mit dem schweren Ringer eventuell beide treffen. Ach, wir sind eh nicht dran. Ich will nicht nach da unten, ich sehe es schon kommen. Akaya, hast du ein Schild überhaupt? Was? Dark hat gesagt, entweder Schild oder du zu ihm kommen. Warum immer der Streamer vor uns? Ich zu ihm kommen und einen Beaconator da lassen. Ich werde nicht lange leben, ne? Was soll ich sagen? Ich bin auch gleich tot.
Ich kann froh sein, wenn mein Bikinator noch trifft. Ich überlege gerade. Aber Gaara ist wieder da, weil wir kämpfen jetzt diesmal gegen Gaara. Ja, Gaara hat, glaube ich, auch gerade den Follow dagelassen. Ewig? Ich habe einen getroffen. Und mein Bikinator trifft leider genau nicht. So, Leute, es war schön mit euch. Ich schaue euch da mal aus dem Jenseits zu, ne? Es war schön, sie nicht gekannt zu haben. Denn ich darf jetzt ebenfalls diesen Zuschauer spielen, glaube ich. Ich sterbe ja wohl deutlich vor dir. Ja, aber ich bin auch bald tot. Wenn ich noch überlebe diese Runde, dann nutze ich den Minenleger. Was ich bezweifle. Und damit bin ich tot. Ja, dritte Stufe von Napalm. Einfach oh, ich hab noch heftig ohne Ende. Ich will's haben, aber ich krieg Napalm zu selten, um es freizuschalten. Weißt du, was ich gerne hätte? Die letzte Stufe von der Disco-Kugel, aber weißt du was? Ich krieg die so selten, dass ich die immer noch nicht auf der letzten Stufe hab. Ja, willkommen im Club. Aber womit ich jetzt Spaß haben werde, ist hiermit. Oh, wenn du es direkt auf einen ziehst, dann kannst du richtig gut Schaden drücken. Egal, es ist wieder Random Party. Tim ist übrigens der Nächste. Er ist der Auserwählte. Irgendwas flog da gerade mit Vollkaracho nach selbst. Sorry, Dark. Und deswegen zieht man mit den Dingern direkt. Der komplett nach rechts geflogen ist, von neben Doptu eingeschlagen ist, das war auch mein Mond. Im Übrigen, Ted, einfach ein bisschen abwarten, eventuell geht gleich einer raus. Also es kommt sehr oft vor, dass einer die Lobby nach der Runde verlässt. Also das Loch, in dem jetzt Doptu rumgammelt, das ist von meinem Mond entstanden. Der einfach nach rechts Kamikaze runtergeflogen ist. Ich musste erstmal suchen, wo der steht. Du meinst den das ganz rechts, ja, der letzte Mond, der ganz rechts langsam das flog. Loch. Warum kriegen ganz wir rechts eigentlich einen Dreifachschaden? Wenn ich dreifach. Oh, aha, ja, mein Kiste. Die war ja. Twinkler, wow. Ich hab schon. Jetzt habe ich nicht nur zwei Twinkler, ich habe ganze drei Twinkler. Guck, Tim ist jetzt zum Beispiel gegangen. Jetzt kannst du Tims Platz einnehmen. Aber Shining, ich hab nicht einen. Ich hab auch nicht zwei. Ich hab ganze drei Twinkler. Yay. Twinkle, Twinkle ist da. Jede Waffe, die ich habe, habe ich nur einmal. Ich hatte so schon zweimal Twinkler und dann habe ich einfach nochmal Twinkler gezogen aus der Kiste. Wie hast du dir jetzt 66 Schaden gemacht? Die macht immer 66 Damage. Ja, aber auf der Reichweite meine ich. Ich meine, die hat doch nicht so eine riesen Reichweite. Oder warst du gerade so noch in dem Bereich? Hä? Ja, die Hexe, die hat noch nicht so eine riesen Range. Ich weiß gar nicht, wo die getroffen hat, weil ich gerade nicht geguckt habe. Du hast, meine ich, direkt getroffen. Ja, und? Warum du hast dich fragst du denn? Du hast dich mit der eigenen Hexe getroffen. Habe ich das? Ja. Schreib schon mal GG, ne? Ich sag's ja, es ist Gaara. Ja, wer hat seinen Sandjutsu doch noch gar nicht eingesetzt? Ja, der hat seinen Treibsand noch nicht benutzt. Den Treibsand habe ich ihm nämlich geklaut. Aber ich habe ihn bisher auch noch nicht benutzt. Ich hätte ihm sonst den Trauerzug geben können. Weil ich hatte einen Zug. Trauerzug der Wüste. Bombenjoke! Autsch, ich konnte nicht mal mehr meinen Treibsand nutzen. Sag doch, GG. Wir haben nicht mal einen Down gekriegt. Aber wir spielen ja für den Fun. Ich spiele nur für Gewinnen. Ich will meinen Daily Win haben. Also spiele ich, bis ich gewonnen habe, bis einfach nur fürs Gewinnen.
Ich meine, doch, so wie ich muss es wissen, weil der tut es in meinem Team. Oh, Jesus, ich bin gegen Dark. Das wird nix. Du bist gegen Kara. Oh nein, stimmt ja. Aber du kriegst gleich einen Clover von mir ins Gesicht. Oder einen Spaß, oder Mamas Seagull, oder Grand Finale. Such's dir aus, ich hab auch Madbirds. Ich gebe dir die Auswahl. Ich habe aber keine Disco-Kugel. Mal wieder. Zu kurz. Es kann Deutsch. Das wusste ich ja gar nicht. Ich hab nur geraten. Also Clover oder Spaß, was willst du haben? Gara hat keinen Sand. Ja, den Sand hab ich aber auch diesmal nicht. Shining, du hast die Wahl. Willst du einen Clover ins Gesicht oder willst du Spaß im Gesicht oder willst du mehr Clover? Ich glaube, ich habe heute Glück. Beschwer dich nicht, wenn der dich one-shottet. Ich glaube an mein Glück. Ich glaube an mein Glück. Heute bin ich richtig lucky. Gar hat ein Erdjutsu. Erde ist aber kein Sand. Actually, eigentlich schon, aber. Ja. Ich wusste, dass ich heute Glück habe. Ja, wer hat mir da verdammt nochmal den Rücken geschossen? Wer war das? Aua. Der kriegt gleich sowas von meinen Spaß in die Fresse, dieser komische Punkt, Leerzeichen, Punkt. Der hat mir wirklich genau in den Rücken geschossen. Ich zieh mal ein bisschen mich höher, treffen. Eventuell treffe ich dich jetzt mit dem Fall. Shit. Weil ich hab nur knapp drunter geschossen. Bitte nicht. Ich bewege mich sogar nur deswegen nicht, um dich eventuell mit dem Pfeil zu treffen. Team Damage ist. Warum zur Hölle fragt Dexter, ob Team Damage an ist, wenn ich gerade einfach mal fett Synkrets in mein Gesicht bekommen habe? Naja, eigentlich in meinen Rücken, aber trotzdem. Als Joke vielleicht. Ja. Guck mal, CVS hat das Sandjutsu geklaut. Oh nein. Ey, mein Fall ist so einen Zentimeter unter dir gewesen. So traurig. Weißt du, was du abbekommst? Du bekommst jetzt Spaß. Ich glaube, du triffst Dexter. Nein! Ich hab dich getroffen, aber irgendwie auch nicht. Ach, ich gehe jetzt auf den Dexter. Okay, Dark will Stress haben. Ich sollte ihn mit den Orbitalen erstens runterschießen und zweitens treffen. Sicher bin ich mir nicht, wenn du schon so fragst. Ich glaube, Dark will, dass ich ihn einfach wegtrete. Oh, wie traurig, das Feuer nur so ein Millimeter daneben. Da ist ein Teleporter, ich will haben, aber ich kann nicht haben. Ich schieß Dark Madbirds ins Gesicht. Ja, Dark, du willst Stress, also kannst du ihn auch haben. Ich halte mich aus dem Streit raus, Hauptsache ich sterb nicht als Erster. Hauptsache Dark stirbt als Erster. Ein Triple Bounder, nein. Und auch noch ein Crit. Yo, den hab ich nicht. Nara, den ich will hast haben. Du. Ich will Triple Bounder. Es gibt jetzt ein Streit zwischen mir und Dark. Aber sagen wir es mal so, es mischen sich doch eh wieder alle Leute ein. Also 1-gegen-1 Kämpfe sind ja nicht. Ja, irgendwie ungünstig, der Teleport, da hast du recht. Die können manchmal echt gemein sein. RIP Dexter, würde ich sagen. Ich hoffe, jetzt kommt das Sandjutsu. Jetzt kommt das Sandjutsu und Dexter verreckt. Also für uns war der günstig, für Dexter war der ungünstig. Danke Dexter, dass du mich davor bewahrst, der erste Tote zu sein. Danke Dark, dass du es noch gesehen hast. Ich kann niemand anderen abschießen als Akaya. Oder Mr. 50 offenbar. Kommt, meine Freshies! Los, Frogo! Ah, einer wenigstens noch. Ciao! Ich mach die Fliege! Ich will nicht.
Ich will das nicht. Doch, du willst das jetzt. Du willst das Grande Finale haben. Wenn ich das überlebe, dann wirst du es massiv bereuen. Du willst das Grande Finale haben. Ja, das Grande Finale will ich tatsächlich haben. Ja, das kriegst du jetzt auch. Schieß es! Schieß es! Oh, da kriegt's auch. Verdammt. Ich hatte gehofft, dass sie alle in die Wand gehen. Du wolltest es haben. Ja, ich hatte die Hoffnung, dass sie in die Wand gehen. Bitte, Dexter, ich hab dich davor bewahrt, der Erste zu sein. Mein eigener Schaden hat zwar drunter gelitten anscheinend, aber ich hab's geschafft. Oh nein, Gacha will eine Sandburg bauen. Ich hatte einen Kaktus und ein Schild. Ich wollte mit einem Schild in dich reingehen und dann einen Kaktus in dir verwenden. Dark macht den Feigling. Wo habt ihr eigentlich diese ganzen verdammten Items her? Alles, was ich habe, ist ein Kacktracer. Ich hatte noch nie einen EMP-Blast, ich hatte noch nie Supply Drop, ich hatte noch nie Jetpack, ich hatte noch nie Schild. Können wir den YouTuber-Fokus vielleicht mal abschalten? Ich bin auf dich gegangen, weil du gerade bei mir warst. Hör auf, bei den anderen Leuten zu sein und dann geht man auch nicht auf dich. Nee, er meint, glaube ich, gerade den Schild. Dexter, ich glaube, ich mache dich jetzt fertig. Warum willst du deinen Teammate vernichten? Ich schieße eine Mama Seagull rüber. Ich kann es nicht kontrollieren. Und Whip Dexter. Noch ein 31er. Ich hab 2 Kills. Ich glaube, Dexter ging gleich absichtlich in meinen Finger, um dich zu vernichten. Ich hab dafür mehr Schaden an Gaara gemacht. Das war leider meine beste Waffe, die ich hätte schießen können. Hättest du aber auf. Hättest du einen Anlitz geschossen, ne? Dann hätte Dexter aber überlebt ohne Runde. Ja, aber ich hätte Dark nicht so viel Schaden gemacht, wie ich Gaara gemacht habe. Autsch. Die Disco-Kugel will ich haben. Die ist nicht so krass, wie du denkst. Ich will sie trotzdem haben, einfach weil ich sie nicht habe. Ich jammer Dark jetzt voll. Ach, was für ein Katzenjammer. Sie wollten prüfen, ob Dexter wirklich tot ist. Ob ich ihn wirklich getötet habe und das nicht einfach nur Illusion war? Du wurdest was gefragt. Halloween mag ich nicht, also Halloween weiß ich nicht. Halloween vielleicht, aber Halloween habe ich noch nie von gehört. Halloween! Guck mal, nur wenn du deinen Teammate umgebracht hast, wäre jetzt dein Tod. Ich bin schon tot! Nee, bist du nicht. Ich bin schon tot, Leute! Boah, ich wollte mir Dark holen, aber das kann ich wohl vergessen. Dexter, ich will mir deine Waffen holen, aber ich kann leider nicht. Also ein netter Schuss, dass du Dark erwischt hast, statt den anderen. Ey, war trotzdem ein geiler Schuss, du hast Dark vernichtet. Obwohl du Eigner und Mr. 50 fast mit. Also ja, war ein Teammate, aber ich wünschte, ich könnte den Berg hoch, damit ich mir Dexters Waffen holen kann und mit Dexters Waffen einen Kill mache. Der hüpft eventuell raus. Der Teamkiller ist unterwegs. Ich habe Mr. 50-50 auch fast gekillt. Ich finde das so schön, dass in beiden Teams gerade einfach hier Teamkiller sind. Gaara hat Dark gekillt und du hast Dexter gekillt. Und auch fast Mr. 50-50. Und warum? Oh nein. Oh, danke. Wieso hat sich CWS gerade selbst vernichtet? Kacke, ich komme immer noch nicht an Dexters Waffen. Wie kriege ich diesen Berg jetzt nur weg? Wieso hat er sich selbst gekillt? Wer weiß das schon?
Oh ja, Schneeballkill. 3 Kills habe ich geschafft. Fast sogar 4. Dexter geht jetzt so auf mich, egal ob ich in eurem Team bin oder nicht. Ah, guck mal, du bist da drüben. Dark, wieso hast du mich verlassen? Oh, und Dexter ist sogar vorne. Und ich habe sogar geile Waffen, ja. Dexter, mach dich drauf gefasst, du wirst vernichtet. Dexter, darf ich dir helfen oder willst du ihn für dich alleine haben? Ich glaube nicht, dass es trifft. Ich bin einfach scheiße im Aim, aber ich versuch's. Also ich würde gerne nämlich Zwischenwand auf die Wand da von Dark schießen, dann treffe ich nämlich beide. Ich hoffe, dass die einfach trifft, weil dann kriegt er eine geile Wicked Witch ins Gesicht. Ich habe gerade so viele Waffen, die ich gerade fast leveln könnte. Ich habe das erste Mal mein schwarzes Loch. Die Wicked Witch hat wieder geschmeckt. Ich habe mein Black Hole. Das Spiel will mich doch verkackeiern. Ich hab Deity, yay. Ich hab Deity, ich hab Bouncy Ball, ich hab Double Bounder. Ich guck mal, wo ich habe Pinpoint, ich habe Beaconator, ich habe Sawblade. Ich hab so viele geile Sachen. Ich hab ein schwarzes Loch Kurzschuss geschafft mit der Kreissäge. Das gibt Rache, Dexter. Könnt ihr so stehen bleiben, dann kann ich gleich ein schwarzes Loch reinschießen. Ich habe sie zum ersten Mal und ich will sie ihm benutzen. Ich habe die Punkte nur, weil ich sie ab und zu mal aus Kisten bekommen habe. Aber das ist meine erste eigene. Ich verstehe schon, was ich sagen will. Endlich habe ich sie. Hier, Dexter. Ab ins Loch. Gare, danke, dass du dich für mich opferst, dass ich nicht der Erste bin. Warum ist der Bauer eigentlich immer so kacke? Nie funktioniert er. Black Hole! Doppel Black Hole! Und da waren 2 down, ja! Gara, die haben wir gereckt! Ja, 21 war gerade drauf. Dexter hat seine Rache aber immer noch nicht bekommen. Er hat mich ja immer noch nicht getötet. Es war eine geile Zeit, doch es ist vorbei. So, Dark, Pfeil! Ich hab einen Pfeil für dich! Das Spiel wollte, dass du Arcadia vernichtest. Das war, glaube ich, sogar dein Stern, oder? Kann das sein, Dexter? Ich habe perfekt mit dem Pfeil getroffen auf der Entfernung. Bin dabei, aber es kann was dauern. Ich habe einfach die Bahn. Habe ich Sand? Nein, ich kann keinen Sand-Jutsu. Aua! Das ist nicht nett. Solange das Rohr rausguckt, müsste ich treffen. Oh nee, da schießt einer am Bouncy. Aber ich glaube, ich habe mir für die restliche Zeit des ganzen Streams einen Erzfeind gemacht mit Dexter. Ja, warum tötest du auch deinen Mate? Ich habe auf den Gegner gezielt, nicht auf mein Mate. Ich kann nichts dafür, dass die Seagull ein bisschen auf ihn rumgeschissen hat. Du hättest in die andere Richtung schießen können. Da hätte ich aber nicht viel Schaden gemacht. Vor allem hätte ich da auch keinen Kill bekommen. Das war aber ein Kill vom eigenen Team. Es war aber ein Kill. Dexter hätte mich ja auch geteamkillt, wenn ich in seinem Team gewesen wäre, diese Runde. Oh, der Wind hat mich gerettet.
Ich doch nicht. Wenn es RNGs einfach gut mit euch meint. Der Gott des RNGs hat mir gerade das Leben gerettet. Sag ich doch, RNGs meint es gut mit euch diese Runde. 100 hat der da oben. Warum kriege ich hier dieses Kackstück Limette nicht aus dem Becher raus? Synchro! Trief! Nein, zu tief! Ich muss noch höher ziehen, um den da oben zu treffen. Denn ziel doch noch höher. Ich habe aber nichts, womit ich ihn da wirklich gut treffen kann. Dann hol dir etwas, womit du ihn gut treffen kannst. Oh. Bitte wandert nicht zu mir! Nein, aua! Aua! Dark, bitte töte einfach nur Shining und Dexter. Ob wir gewinnen oder verlieren, ist egal. Hauptsache du tötest die beiden. Wie viel hat Dark eigentlich? 178. Hm. Das Beste, was ich noch machen konnte. So, Dexter, der Rest liegt bei dir. Ich werde jetzt nicht mehr leben. Hat jemand ein Erdbeben? Ein Ring ist auch in Ordnung. Erdbeben macht nicht genug Schaden an Dark. Nein! Ich habe auch ein Schild. Irgendwann, wenn ich einen guten Kaktus habe. Macht erstmal den da oben weg. Dark, jetzt musst du einfach nur noch Dexter wegbekommen. Ja, man kann auch die Schilde leveln. Was bringt es eigentlich, die zu leveln überhaupt? Gar nichts. Eventuell ab irgendeinem Level... Was, die Bananenscheiben können dem Schild noch Schaden machen? Lol. Ja, das wäre auch meine Vermutung gewesen. Ab irgendeinem Level eventuell, dass sie eine Runde länger halten. Der eine wollte zurück. Kommt, jetzt finish den da oben. Nimm die Uzi und mach Ratata. Ich glaube, eventuell hört er dich. Ja, ich weiß, dass der nicht im Stream ist. Komm, komm, komm! Ah. Dexter wollte es auf die Art beenden, wie ich ihn beendet habe in der letzten Runde. Du hast meine Uzi, zieh damit drauf, der will, das Ding wird nicht vom Wind beeinflusst. Vielleicht musst du ihm das erst erklären. Hab ich doch gerade. Zau und Ratatata. Guck mal, noch einer macht dem Schild. Ja, er dachte wirklich, die wird vom Wind beeinflusst. Selbst wenn, der Wind geht nach rechts. Du brauchst doch mit bei einer Schusswaffe nur die Maus auf den richten. Ich glaube, der hat. Ich glaube, dass er einfach dachte, dass die Schusswaffe entweder Bullet Drop oder vom Wind beeinflusst wird. Warte. Ich glaube, der hat die noch nie benutzt. Welches Level ist der? 87.
Also mit der Pistole und so weiter brauchst du ja wirklich einfach nur Maus nehmen, drauf, fertig. Hast getroffen. Sofern nichts im Weg steht. Das geht ja sogar durch Bumper und so alles. Danke, Dexter! Ich stehe schon wieder so gut. Warum bin ich wieder mit Dexter im Team? Ich will nicht. Ich weiß nicht. Ich will nicht mit Dexter. Ich kann keine meiner Waffen anständig verwenden. Ich habe Schrapnell, die ich auf dieser Map aber nicht gut nutzen kann. Ich mach Sechseck, versuche da ganz hinten zu treffen und hoffe aufs Beste. Junge, Dexter will halt sowas von auf mich gehen wieder. Nee, ihr müsst ja Punkte sammeln. Entschuldigung, Gara. Ich habe genauso viel Schaden aber an der Kaya gemacht. Ja, aber guck mal, was Dexter geschrieben hat. Der will sowas von auf mich gehen. So, Dark kriegt erstmal einen Schank ins Gesicht. Vom Prinzip her kriegst du Punkte, aber sie gehen in die falsche Richtung. Ach. Katze! Da war eine Mieze. Ich halte mich aus dem Streit mal raus. Kriegt man eigentlich auch von seinen Teammates Punkte? Ich frage für einen Freund. Wenn ich so ganz leicht hochziehe und den Feger nutze, treffe ich eventuell dich und Dexter. Da hat einer eine Ultrawaffe. Das Ding ging viel höher als gedacht. Danke fürs Carryback! Aua! Kann mich mal einer hier rausschießen? Ich stehe hier echt doof. Ich will woanders hin. Ich muss auch sagen, danke, Dark. Danke, dass er hier eine gerade Fläche gemacht hat. Jetzt kann ich den Beacon perfekt nutzen. Nur Dexter will halt nur auf mich gehen. Er will doch nur Dark treffen. Ja, Dark. Weil ich ja auch Dark bin. Mit dem Traveler kann man zum Glück kein Team-Damage machen. Ich habe auch halt nichts, womit ich mich hier freischießen könnte, ohne mir selber Schaden zu machen. Allerhöchstens eventuell... Junge, Dark, das kriegst du sowas von zurück, die Splittergranate. Nee, das war die zweite. Trotzdem kriegt er sie zurück. So, endlich, ich habe einen Weg, den ich hoch kann. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich musste mir zwar hart erkämpfen, aber ich habe ihn. Ich habe fast gleich gezogen mit Dark seiner Schredder, mit meiner Schrapnell. Gara mochte den Schnee nicht. Also, mag ihn. Ich bin absoluter Wintermensch. Je kälter, desto besser. Es geht. Ich habe mir selber ein 44 gemacht. Aber dem Gegner 55. Also das ist auch nochmal interessant. Sobald die 15. Runde angetroffen ist. Also hier oben in der Mitte siehst du ja jetzt Turn 4 von 15. Und wenn wir bei 15 angekommen sind und die rum ist, dann ist vorbei. Und der den höheren Punktestand am Ende hat, der hat halt gewonnen. Den wir nicht haben werden, weil Dark, sage ich schon, weil ein gewisser Herr lieber auf mich gehen würde.
Ja, die Frogos bringen mir auf der Reichweite nichts. Ich bohre den einfach runter. Er will doch nur Dark treffen. Du verstehst ja was vollkommen falsch, Akaya. Und du verstehst nicht das, was es dann daher geschrieben hat und die Bedeutung davon. Dark und Felix, ach nee, Felix carryen uns. Das ist nett von dir, Spiel. Wie man für eine Mama Siegel einfach halt auch so nachtragend sein kann. Sternschnuppe. Ich meine, das war nur eine fucking Seagull. Ja gut, dann gib mir eine zurück und das war's. Bist du ein glücklicher Junge, Akaya? Oh, fuck! Ja, bin ich. Und wieder was zum Zensieren. Zumindest für YouTube zum Zensieren. Da YouTube sich ja sehr gerne da einfach hinten anstellt mit. Weißt du, das Ding liegt bei dir und es trifft fast den armen Dark. Ja, du wurdest gleich doppelt gesägt. Ich hab Dexter gesägt. Ich meine, nein, sorry, ich wollte Dexter nicht sägen. Ich wollte die anderen sägen. Ich finde diesen Kleinkrieg zwischen euch mega gut. Ich wollte nur die anderen sägen. Dexter wollte ich nicht sägen. Der war nur im Weg. Ich zensiere sehr oft. Tja, woher das nur kommt. Komm, mein Spinnlein. 66. Autschen. Sobald ich ihn gut schießen kann, schieße ich den Bodder auch mal. Oder die Frösche. Die Frösche sollte ich doch eigentlich da unten richtig gut hinschießen können. Entweder zum Jauer oder... nee, da unten würde ich Gara mit treffen. Egal, er hat sich da hineingestellt. Er hat sich als Opfer hingestellt. Das war nicht Dexter. Der dich gerade mit der Dreifachbombe getroffen Nein. hat. Nein! Das war nicht ja. Dexter, der mich mit der Banane Nein, getroffen das, hat. Nein, das war ach so, die Banane. Nein, ich meine die 3x3D-Bombe, das war Miauer. Junge, warum habe ich eigentlich ein Team, was das nur auf mich abgesehen hat? Argos! Bitte nicht auf Gara! Egal, wer aus meinem Team, die haben es alle auf mich abgesehen. Ich finde das gut. Ich habe gut was zu lachen. Und die Zuschauer hinterher auch. Also die auf YouTube. Ihr lacht euch wahrscheinlich gerade jetzt schon schlapp. Im Übrigen, genau deswegen ist es Runde 15, damit man nochmal die Chance hat, mit neuen Waffen aufzuholen. Deswegen habe ich das von 10 auf 15 geändert. Naja, auf meinen Vorschlag hin. Da hat einer aufgegeben. Ihr habt eigentlich schon verloren, weil ihr einen weniger habt. Oh, ich hab die zweite Stufe vom Zug. Nee, echt. Wir haben ja dich schon von Anfang an verloren, weil zwei Leute auf mich gehen. Aus meinem Team. Chuchu! Bitte jetzt nicht an dir vorbei. Nein! Du wolltest auf Dark gehen, gib's zu.
Da wollte Dark wohl gerade ein F-Wort schreiben. Ups. Oh Junge, ich hab drei Leute geblitzt, Dingst. Ach, come on. Ich hab drei Leute von euch geblitzt, Dingst. Ich weiß nicht wie. Kann ich genau auf dich zielen? Ich sollte so dich treffen können. Das Schöne ist, die Leiche, die jetzt keinem zugehört, die kann auch die Schockwellen mitnehmen. Und zwar von beiden Teams. Ich habe ein neues Ziel gefunden. Oh nein, da kann nicht auf mich gehen. Er schießt eine Heavy Drone. Wie kommt es, dass ihr mehr Punkte habt als ich, wenn ihr ganzes Team Damage macht? Keine Ahnung. Oder hat der Zug jetzt gerade so viel Schaden gemacht, dass ich mich auf einen Schlag nach hinten geprügelt habe? Woher wollen wir das wissen? Übrigens, Shining, ich kann zweimal deinen Luck testen. Ich habe zwei Clover bekommen. Alle weg. Ich habe nix. Außer... Kommt, flieht gerade! Tut mir den Gefallen! Ja, es geht besser. Also, Dark, glaubst du, dass du Glück hast? Da hat gerade einer eine Atombombe in unserem Team gezündet. Jo, du gehst gefühlt die ganze Zeit schon auf mich, Dexter. Und Dark denkt also, er hat Glück. Dann wollen wir das jetzt zweimal testen. Oh shit, das erste Mal hat er alle Nukes? Keine Ahnung. Wieso haben jetzt auf einmal alle Nukes? Shining, glaubst du, dass du jetzt nächste Runde Glück hast, wenn ich dran bin? Also glaubst du, du kriegst viel Schaden? Ja. Woher willst du das wissen? Wir machen das jetzt so, wenn diese Pinata viel Schaden macht, dann werde ich kaum Schaden abbekommen. Ich schieße die, glaube ich, sogar zu weit. Pinata! 24 Schaden. Man kann noch mal drüber reden, oder? Ach, warum hast du nicht hier Schild gemacht und mit dem Kaktus in irgendwen rein? 250 also, Schaden ohne dich selbst zu treffen. Also nee, über den Clover, über den können wir jetzt nicht mehr reden. Voll Schaden. Das war kein guter Clover. Egal, ich habe noch was anderes Gutes. Felix, weg da! Sag mal, du siehst doch, was ich schieße! Ey, der macht mir Minusschaden gerade! Warum sind eigentlich drei Kanonen auf mich gerichtet? Da kann ich auch Minusschaden für dein Team haben. Du wirst einfach dein Team so weit runterziehen, dass wir noch gewinnen. Ich habe trotzdem irgendwie gerade nur in dir Schaden gemacht. Ich habe keinen Minus gemacht. Ich verstehe es nicht. Junge, geh weg, Dexter! Du stichst mir keinen Stahl in den Rücken. Mit dem Messer kannst du deine Metzger nicht. Ja, die geile Schlange. Das war eine gute Schlange. Ich liebe sie. Ich schau ich sag einfach ja, die mal, Schlange, sich das entwickelt. Ich sag ja, die Schlange, die kann Schaden machen. Ja, aber eventuell solltest du das nächste Mal nicht auf dein Team zielen.
Ich habe eigentlich versehen, es ist an Dark sein Schild abgeprallt. Ich wollte nicht mal auf das Team zielen. Dann habe ich auf mich selber auch gezielt. Für 116 Schaden. Eventuell hole ich damit noch ein bisschen auf. Dein Schaden ist ja echt scheiße. Nicht, wenn ihr so weiter stehen bleibt. Ich habe gerade irgendwie locker 200 Schaden mit meiner Schlange gemacht. Wenn ihr weiter so stehen bleibt, dann kann ich noch aufholen. Ah, hätte ja sein können. Was willst du von mir? Ich will ein paar Monde schießen. Popcorn! Hilfe, die Spinne! Der spinnt doch! Ich habe nichts für den Nahkampf. Ach, ich hole mir einfach den Safe Damage. Ich komme da nicht hoch. Ich komme nicht mehr weg. Easy. Gut, dass die Drohne mich nie selbst treffen kann. Nein, leider. Ich bin letzter. Ey, der Sau, der ist schon vorzeitig rausgegangen und hat trotzdem mehr Punkte als ich. Das ist schon traurig. Gegen Garo wurde Sand verwendet. Man glaubt es nicht. Jeder will mit dir Panzerball im Team sein, so gut wie du bist. Ja. Naja, eigentlich will jeder nur gegen dich spielen, damit du für sie selber Tore machst. Ey, ich schieße in jedem Match Tore. Ja, nur ob sie richtigen sind, ist eine andere Sache. Ach, come on, Spiel! Spiel mag dich. Ja, ich merk schon. Und ich mag das Spiel dafür. Guppies, bitte! Der eine Guppi wollte Dark. Meine Position ist aber auch echt kacke. Du hast die beste Position da oben gerade scheinbar. Juggernaut kommt noch. Guck, das ist der Streamplan und nach dem halten wir uns ungefähr. Also jetzt kommen drei Runden Scharfschütze und dann nachkommt hier Juggernaut eine Runde. Juggernaut nur eine Runde, weil das wirklich lange gehen kann. Zur Not auf dem Community-Server, da ist auch noch mal hinten das Bild bzw. die PDF vorhanden. Oh, da ist der erste raus. Also, wie der abläuft. Ich glaube, der zweite ist jetzt auch gleich raus. Den kann ich übrigens auch noch mal eben kurz verlinken, weil die Neuesten den wahrscheinlich gar nicht kennen. Warte. Da könnt ihr euch dann auch voranmelden, falls ihr die Ladungsrunden mitmachen wollt. Da geht das dann immer so aufwärts, die ersten drei Runden des Teams. Also 200 Ladungen, 400, 600. Da will ich mich nicht beschweren. Ja, ich auch nicht. Das ist ja ein richtig guter Schuss, den du da machen kannst. Perfekt getroffen! Lol. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant. Ja, ich hab einfach einen scheiß Shot. Du hast mich ja eh nicht getroffen. Ich hab einfach nur nach oben geschossen mit 100 Power und mehr nicht. Aber perfekt. Ja, wäre das jetzt ein Sniper-Schuss gewesen, wäre das noch geiler gewesen. Im Übrigen, auf dem Server, ne, da muss man erst Regeln bestätigen, bevor man hier was richtig machen kann. So, ich kriege hier gerade schon diese Chance geliefert. Ich muss nur stark genug schießen. Du willst jetzt mich abschießen? Nein, ich will die Kürbislaterne ein bisschen leveln.
Hätte besser sein können, um ehrlich zu sein. Oh, Dark. Da sind gleich zwei auf den Community-Server gerade hochgegangen. Ich hab da gerade reingeguckt. Also immer anfangs des Monats frage ich, wer bei den Community-Streams mitmachen will. Der für den zweiten diesen Monat, der geht noch, da könnt ihr euch noch voranmelden. Aber für den wir jetzt gerade machen, den ersten, ist schon abgelaufen. Och, ernsthaft? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ja, du hast ein Geschenk bekommen, jetzt muss man dir einen richtig schweren geben. Ich hatte auch einen, erst der richtig schwer war und dann einen, der richtig leicht war. Wir müssen doch fair bleiben. Das trifft hoffentlich. Hast du gerade den Splitter geschossen? Du hast Dark getroffen. Ja. Schön, dass Scharfschütze immer so lang geht. Aber war nicht erste Runde und du warst nicht der Erste, wie du es vorausgesagt hast. Das ist doch was Positives für dich. Dann kann ich mal hier das Handyspiel auf meinem PC weiterspielen, was ich gerade am Spielen bin, nebenbei. Das ist eh nur so ein AFK-Game. Ach, so ein Ill-Game? Ja und nein. Du musst schon aktiv im Spiel drin sein, damit du die Sachen bekommst, aber du kannst einfach AFK gehen, während du im Spiel die Sachen farmst. AFK-Arena? Nein. Habe ich aber auch mal gespielt. Ich hab dich nochmal gesägt, ne? AFK Arena habe ich mal gespielt, aber ich kann auf meinen Account nicht mehr zugreifen. Der wurde anscheinend irgendwie gelöscht. Smart Snipe wäre jetzt dafür richtig gut. Kannst das Ding treffen und noch Punkte absahen. Bienen. Oh Junge, ich habe den Idioten doch schon gesagt, dass ich nicht komme bei denen jetzt erstmal in den und Discord. Und wieder was zum Muten. Für es zum Zensieren. Ein Glück muss ich gerade nicht schießen. Ich hab so nur noch eine Uzi. Ein Glück muss ich nie wieder schießen. Zumindest nicht Scharfschütze. Oh, mit Jung Yang, so ein guter Schuss. So, ein warum ist loszuwerden. Hätte sogar fast getroffen. Das ist eine viel bessere Position, nicht wahr, Dark? Also das mit dem Farmen, das könnt ihr unter dem Reiter Community Events machen. Da findet ihr das eigentlich immer sofort. Ja, ich habe das Geld verpasst. Ich wundere, dass da das können noch gar auch nicht andere, ist. Da können auch andere Sachen als Shellshock Stream drin sein, aber die werden irgendwie nicht so häufig gemacht, die anderen Sachen. Ja, beispielsweise Mario Kart, wenn da eine neue Welle rauskommt. Dann werde ich aber noch ein bisschen hier ein paar Regeln vorher noch ein bisschen mehr machen. Naja, zum Beispiel war auch mal eine Community-Woche geplant, wofür sich aber nicht genug Leute gemeldet haben. Richtig. Was ich ab heute auch dazu getan habe, ein Wunschtextkanäle, dass ihr mir da schreiben könnt, ob ihr irgendwelche speziellen Kanäle haben wollt. Beispielsweise, ob ihr einen Kanal für Animes haben wollt, für Gaming, für Lesen, was weiß ich noch alles. Dann könnt ihr da mal reinschreiben und dann versuche ich dagegen zu Rollen, Text und Sprachkanäle zu einzustellen. So, und ein Kanal für Animes, wo verschiedene Anime-Vorschläge drin sind. Ich gehe nämlich out of Animes, ich weiß nicht mehr, was ich gucken soll. Ich brauche neue Empfehlungen. Da könnt ihr dann beispielsweise dann... Jetzt hast du doch schon den mündlichen Vorschlag von mir bekommen. Brauchst du den jetzt noch schriftlich oder was? Ja, ich gucke One Piece, aber nur den Anime, nicht den Manga. Ich finde es aber trotzdem toll, dass ich jedes Mal, wenn ich auf YouTube gehe, direkt zum Manga gespoilert werde. Deswegen gucke ich nicht so viele YouTube-Videos zu Animes, dann kann ich auch nicht gespoilert werden.
Dann ploppt es nämlich bei mir nicht die ganze Zeit einfach auf der Startseite schon auf mit den ganzen Anime-Stuff und so. Ich mag den Anime einfach mehr. Und bin nicht so der Manga-Dude. Ich guck lieber die Animes als den Manga. Bei manchen, beispielsweise bei My Hero Academia oder Black Clover, da habe ich den Manga auch noch gelesen. Sagen wir es mal so, es gibt einen Anime, wo ich gerne ins wollen würde, dass er oder weitergeht, aber... Komm, Falix, gönn mir den Sieg! Es gibt einen Anime, den ich gerne hätte, dass er fortgeführt wird, aber... wird wohl nicht passieren. Sprich, da muss ich irgendwann auf den Manga zugreifen. Bei mir wäre das beispielsweise Kenichi die Mightiest Zippe, da wünschte ich mir, der Anime würde mal weitergehen, aber wird's wahrscheinlich oh, nicht. Den habe ich auch mal geguckt, zumindest so ein bisschen. Den finde ich richtig gut. Aber ein Anime, den ich richtig gerne hätte, dass er weitergeht, ist No Game No Life. Der geht aber leider nicht. Der Anime wird nicht weiter fortgesetzt, meines Wissens nach. Ich versuche gerade das Trauma, was erwähnt wurde, auszublenden. Was versuchst du auszublenden? Falls es der Anime ist, an den ich gerade gedacht habe. Eureka 7. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Warte mal. Sag mir einfach mal, was drin vorkommt. Ich kenne den bestimmt. Ich kenne fast Warte alles. Warte mal, ich guck gerade kurz nochmal. Ach so, nee, das ist der Anime. Doch, den habe ich sogar durchgeguckt. Ich habe den gerade mit einem anderen Anime verwechselt. Eureka 7 habe ich tatsächlich durchgeguckt. Das ist auch wieder so ein Mech-Anime. Ich hatte gerade irgendeine Benachrichtigung im Browser. Pinata! Nein! Das hat keiner gesehen! Wow! Da hat Dexter wohl nicht so ganz Fleisch. Ich will auf den Hügel. Ich hab gar auf den Hügel. Nee, der lief letztens, ich glaube so vor ein oder zwei Jahren auch im Free TV und da habe ich den gesehen. Was gesehen? Eureka 7. Ich kenne den nicht. Als ob ich die Drohne nicht getroffen habe. Aber ich bin mal echt gespannt, wann sie die dritte Staffel von Dr. Stone endlich rausbringen. Ich finde einer der geilsten Animes überhaupt. Ich meine, der soll diesen Herbst rauskommen. Ich weiß, dass der ziemlich bald rauskommen soll, die dritte Staffel, aber die Frage ist, wann. Die hat nicht ganz getroffen, würde ich sagen. Ja, aber der Berg in Dagara ist weg. Und noch ein bisschen mehr als nur der Berg. Wow, ich hab's wieder echt schwer. Auf dem Berg rechts kannst du drauf. Bisher ist jeder auf dem Berg direkt gewandert. Ich weiß. Also ich die, schwer. Die auf keinem drauf waren. Der kann nicht an der Seite abprallen? Nee. Schade, wäre schön. Kann er noch mal schießen. Aber wir wissen ja, dass es eine Sache gibt, die resettet wird, wenn sie irgendwo abbounced. Kannst du dich noch dran erinnern, ich was es war? Grade. Keiner von den hier Anwesenden sagt, dass welche Waffe es war, die beim Bounce oder so resettet wird. Dexter, die kann man rausschießen. Ich muss es tun. Was musst du tun? Ich hätte sonst entweder dich oder einen Berg getroffen. Oh, ich habe sogar noch eine Uzi als Rettung. Yay. Ja, ich auch, aber das bringt mir nichts, wenn der Berg im Weg ist. Und weißt du, was ich auch habe? Perfekt. Ich habe einen Beacon.
Och, hör mir endlich auf mit Biegen. Der kann mich halt auch nochmal retten, weil der droppt ja von oben runter und wenn ich unter die Zielscheibe treffen sollte, kann ich die Zielscheibe damit trotzdem treffen. Oh ja, Dark, schick mir das über Discord gleich mal. Ich habe sogar extra einen Reiter eingerichtet, wo ihr die Clips reintun könnt. Wenn ihr Lust drauf habt. Ich will diesen Clip sowas von dir haben, Dark. Und auf du willst du nicht, den schickst du mir. Und ich habe auch für die Community selber hier mehrere Sprachchannels eingerichtet. Dark zum Beispiel gerade im Shellshocks Channel. Falls ihr mit dem reden wollt. Ich werde sowas von nicht treffen, so wie ich mich kenne. Ciao, Akaya! Hätte ich nur einen weiter nach links gezielt, dann hätte ich getroffen. Und da war er erst wieder down. Und der zweite sollte folgen. Da ist der erste Millimeter verfehlte Schuss. Im letzten Stream gab es ja einige von diesen Schüssen, wo wir ganz knapp verfehlt haben. Jetzt hat Dark Zeit zum Clip. Ja, jetzt möchte ich den Clip haben. Warte mal, ich schreibe, nachdem ich geschossen habe. Dark, ich will der Erste sein, der den Clip von dir zu sehen bekommt. Aber kann es sein, dass das wieder der komplette Twitch-Chat hier ist in einer Runde? Oder sind hier welche, die nicht im Twitch-Chat sind? Ich glaube, der Falex ist nicht im Twitch-Chat. Sonst würde er ja nicht fragen, was gerade geklippt wird. Naja. Da ist er tot. Du hast wahrscheinlich meinen Schuss von gerade eben geklippt. Bitte tu es nicht, Dark. Wir können drüber reden. Wir können verhandeln. Dark, schick mir den Clip, dann kann er ihn nie wieder löschen. Der wird nämlich nicht verschwinden, solange ich ihn habe. Ich lösche die Clips generell nicht, außer einer ist doppelt. Du kannst ihn eh nicht löschen, solange er bei mir vorhanden ist. Nein! Ich hab doch sogar drüber gezielt! Danke. Dank Dexter. Ich wollte gerade sagen, das wäre so traurig gewesen, hätte der Traveler jetzt nicht getroffen. Ich muss mal kurz gucken, habe ich die Berechtigung richtig eingestellt von dem Channel? Ah, da warte, ich muss dann noch kurz was richtig einstellen. Nachrichten senden. Ich habe da die Berechtigung noch vergessen. So, links einbetten. So, wer ist der Glückliche? Wer ist der 31er? Ich nicht. Ich nicht. Und der da hinten ist, der 31er, der Shadow. Schön, dass mir einen zeigt, dass ich die zweite Stufe davon habe, aber mir die zweite Stufe nicht gibt's. Weißt du, was noch schöner ist? Ich habe wieder keine Disco, das heißt, ich kann sie wieder nicht leveln. Da ist einer zu uns rübergekommen. Hilfe! Wer ist da rübergekommen? Das müssen wir verbieten. Verboten! Nein? Teleportieren ist verboten! Ich muss erstmal gucken, was ich schieße. Ich muss mal den Berg entfernen. Da beamt sich einer! Scotty, beam mich hoch! Ich entferne mal den Berg in der Mitte. Lakaien, bitte! Gut, dass es keinen Team-Damage gibt. Ich ruiniere einmal alle Schussbahnen von euch.
Ich hab ja nicht mal eine gerade. Außerdem machst du es eigentlich so uns tatsächlich sogar leichter drüber zu schießen, weil der Berg kleiner ist. Ne, ich muss immerhin über den Berg rüberfahren. Ich bin immerhin hier die Bergziege unter uns gerade. I feel you. Ich habe auch nur. Oh, ich habe einen Beaconator. Also ich habe ein paar Waffen, die gut sind, aber hauptsächlich habe ich Müll. Ey, Shining, weißt du schon das Neueste? Ich habe einen Beaconator. Ja, ja. Ich zeige dir meine Tontauben. Oh, ich zeige sie dir wirklich. Kann das Ding mal runterkommen? Das war viel zu kurz, was ich geschossen habe. Okay. Danke, Obama. Beziehungsweise 86? Ich sehe schon, du holst dir das Paket. Ich gucke jetzt einfach mal mit Brand, ob ich so treffen würde. Naja, das Paket hole ich. Das Paket hole ich mir nur, weil es eh meiner Schussbahn ist. Ist deine Entscheidung. Es ist egal, da gib mir den Clip einfach, ich will ihn sehen. Wenn es der Clip ist, den ich denke, dann nenn ihn einfach Pinata. Ich will einfach mal wieder so einen extremen Bounder haben, wie ich ihn bei dem anderen Clip da hatte, der im Clip-Channel ist. Danke für den Clip übrigens. Ich hab nur Müll! Alles für die Tonne, was ich habe. Bei mir auch so ein bisschen. Ich habe auch 90% Abfall. Also was die eine Woche da angeht, die ich ja mal geplant habe, man kann ja mal trotzdem gucken, ob man aus einem der Spiele, die ich da genannt habe, trotzdem mal einen Community-Stream machen könnte. Beispielsweise aus Gangbeast oder Ultimate Chicken Horse. Fände ich eigentlich auch mal lustig mit der Community. Ja, Ultimate Chicken Horse habe ich nicht, leider. Mit Sunny habe ich sogar schon ein paar Runden wie Lanish gespielt, so ein bisschen privat. Fand er ganz gut. Mache ich eventuell auch demnächst einmal on-stream mit ihm. Was? Wie Lanish. Was ich letztens mal ja mit der Community machen wollte. Sagt mir gerade überhaupt nichts. Siehst du ja dann, wenn ihr es mal spielt. Also, nie. Doch, Sunny nervt mich die ganze Zeit, deswegen. Also, so unwahrscheinlich ist es nicht. Geld! Nein! Ich gerade ganz kurz. Ihr dürft ihm kein Geld geben. Alles nur gibt ihm kein Geld, er ist geldgeil. 56 mit dem Froggos. Die Leute können alles machen, nur gibt Shining niemals, wirklich niemals Geld. Mach was ihr wollt. Das ist mir ehrlich gesagt Bombe, wenn ihr mir Geld geben wollt oder nicht. Ist eure Entscheidung, ich hab ja sogar Merch. Ich meinte eigentlich gerade mit Geld hier diese Zahnräder in Shellshock. Ach so. Du geierst da mal richtig hart drauf. Ich hab doch gesagt, mir ist das eigentlich Jacke wie Hose. Du hast nicht mal irgendwie Skrupel, deine eigenen Teammates dafür abzuballern, solange du Geld bekommst. Hä? Ich hab den Schuss doch gar nicht gemacht. Wow, 20 Oddball. Oh, ich muss sowas von abziehen.
Wir sind in der Falle. Ich habe kein Portal. Ich komme hier nicht weg. Ich habe eine Möglichkeit zu entkommen und ich werde sie nutzen, sofern ich überlebe. Sofern du überlebst. Ah! Weg Meine hier! Chance zu entkommen! Ich schieß mein Kleeblatt und hau ab. Dark, rette mich! Die epische Flucht vor Shining beginnt. Das war Vergiss sogar nicht, ein ich gutes fliehe Lied. mit. Wir opfern Falix. Wir opfern Dexter. Nein. Und Alex. Dexter doch nicht. Doch, der wird gleich mitgeopfert. Ob er will oder nicht. Nee, er ist. Ah, doch. Dexter, ich hole sie. Nein, meins! Wer hat bekommen? Nein, du hast den Beacon-Generator bekommen. Warst du das mal ein Beacon? Guck mal, hier ist mein Beacon, nachdem du mal gefragt hast. Dein geklauter Beacon, meinst du wohl? Sorry, dein geklauter Beaconator. Follower only? Habe ich den Chat so eingestellt? Ich glaube, das ist eine Standardfunktion von Twitch mit Follower Only. Ich habe nämlich nichts in der Hinsicht eingestellt. Ich glaube, das ist standardmäßig immer so. Warte. Ah, okay, ich bin gerade eh nicht dran. Follower Chat. So, ich hab's ausgemacht. Es ist übrigens schön, ich habe meine Flucht versucht, aber sie ist missglückt. Aber da habt ihr endlich mein Beacon gehabt! Ha! Meine Flucht wird aber nicht missglücken. Jetzt dürft ihr nie wieder fragen, da war mein Beacon! Das war niemals deiner. Sorry, aber darauf musste ich jetzt einmal rumreiten, so oft wie ihr das gebracht habt! Geh auf Danke, Dexter. Galix. Dank dir dürfen sie diesen Witz nicht mehr machen. Ich habe nämlich einmal einen Beacon gehabt. Nicht offiziell. Der war nicht offiziell, der war gecheatet. Beacon ist bei mir verbuggt. Also, ich kann vier gleichzeitig treffen. Wie ist der Erfolg beispielsweise? Er sagt, er hat mindestens drei Treffen. Ich kriege trotzdem keinen Punkt drauf. Ich weiß nicht wieso, ich habe schon alles versucht. Ich habe das Spiel neu installiert, ich habe auch Fehler checken lassen. Ich habe es sogar auf einem neuen PC. Dein Account erlaubt es einfach nicht. Nee. Und deswegen macht Akaya beispielsweise ständig einen Witz: Wo ist dein Beacon? Und jetzt darfst du ihn nicht mehr bringen, weil ich habe mein Beacon gezeigt. Ich guck mal, ob gerade noch irgendeine Einschränkung gerade drin ist. Dann mache ich die auch aus. Nee, ansonsten ist nichts vom solch einem Mod an. Ja, hello. Nein, ist es Nee, nicht. Chancengleichheit ist nicht an. Nicht soweit ich das weiß. Sonst hätten wir alle die gleichen Waffen. Richtig. Dann hätte niemand von euch einen Nuke. Dark, wolltest du uns nicht einen Clip schicken? Ich habe ihn bekommen. Ach, den hast du da Akaya persönlich geschickt. Warum hast du ihn nicht hier direkt bei Clips eingeschickt? Weil ich ihn da jetzt einfach reinhaue. Aber somit kann er nicht gelöscht werden, selbst wenn du ihn löscht. Er ist bei mir vorhanden. Und er wird nie wieder gelöscht werden. Ja, vom Prinzip her kannst du nach der Runde mitspielen. Ich darf Wenn keine Platz Links frei ist. schicken. Wieso Was? darf ich keine Links schicken?
Ich wurde gewarnt, weil ich einen Link geschickt habe. Ich, der Agent des Discords. Ich weiß es selber nicht, eigentlich hast du die Erlaubnis. Mi6 hat mich gewarnt. Grund Link gepostet. Als sag jetzt nicht, der Informant arbeitet nach den Regeln. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, ihn richtig einzustellen, weil das letztens nicht funktioniert hat. Aber eigentlich ist er eingestellt, dass du welche reinschicken darfst. Anscheinend ja nicht. Links einbetten ist erlaubt. Ich kann dir sogar einen Screenshot schicken. Mi6 erlaubt mir aber nicht. Wenn ich es nochmal versuche, warnt er mich wieder. Warte. Mi6 erlaubt mich nicht. Wenn ich könnte, würde ich Mi6 vom Server werfen. Nee, den brauche ich nicht. Einfach weil er mich warnt. Ohne Grund. Also an Community-Streams, könnt ihr mal unter Community-Events gucken. Da hatte ich ein paar Ideen mal reingeschickt. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Trash-Game-Woche vor. Haben sich leider nicht genug für gemeldet. Ja, weil ich vor allem auch die Spiele nicht hatte, sonst wäre ich dabei gewesen. Waren ja extra kostenlose Spiele bei der Trash-Game-Woche. Ach, da... ja. Damit hab niemand irgendwie Geld angemeldet aufgeben für... muss bei Trash-Games. Habe ich mich da nicht sogar angemeldet gehabt für... Ja, dafür hattest du dich angemeldet. Also ich hätte beispielsweise mal Ultimate Chicken Horse mit der Community vorgehabt, Secret Neighbor, Gangbies, ein Tabletop-Simulator hatte ich was vor. Du kannst mir den Clip jetzt zur Not einfach persönlich schicken. Den kriegst du nicht. Ich will ihn posten. Warum genau verwarnt er dich? Keine Ahnung, wahrscheinlich... Ich kann mir nur vorstellen, weil ich keine Administratorrechte habe. Warte mal. Ich werde quasi einfach wie ein normaler User behandelt. Ich bin eh tot, da kann ich ja mal eben kurz gucken. Den Chat sehe ich auch so. Mitglieder, der da. Eventuell muss ich das bei der Rolle einstellen. Ich beobachte gerade, wie der Server unten aus deiner Sicht aussieht. Administrator, ich mal kurz verteilt. Versuch jetzt nochmal. Ich habe auch links einbetten bei dir jetzt mal eben kurz auf erlaubt geschickt, ne? Jetzt geht's. Ah, okay, dann war das so. So, ich habe jetzt einen Administrator wieder weggemacht, aber links einbetten gelassen. Ich muss generell bei dir das nochmal einstellen. Ja, er hat den Pinata-Clip eingeschickt. Erste Mal. Jetzt darf ich es wieder nicht. Okay, dann liegt es wirklich an Administratorrecht. Ich werde wie ein ganz normaler User behandelt, dem quasi alles verboten wird. Ich weiß, wie die Folge übrigens heißt. Da ist mein Beacon! Mit vielen Aufrufezeichen dahinter. Vergiss nicht, dass der vorher abbouncen muss, ne? Ja, und ich habe hier was richtig Geiles. Ich kann nicht abbouncen. Bei... Ich würde meine Mates treffen damit. Ey, egal wie man es dreht und wendet, ich habe mindestens einen von der Community gerade im Team. Weil, glaube ich, aus meiner Community, also dich jetzt mal abgezogen, 6 Leute im Stream sind.
Also hier in der Runde. Ohne dich, 5. Mal gucken, wie das ausgeht. Chaos wird's ausgehen. Vor allem, wir sind nur zu dritt. Okay, komplett rausgeschossen. Ich habe gedacht, er fliegt hoch. Wir sind nur zu dritt, das ist nicht so toll. Ach, das macht ja keinen Unterschied in Bezug zum Beispiel auf dieser Scheibe. Mist. Wenn wir verlieren, ist es, weil einer von uns geleftet ist. Wow, da trifft er sich selber. Großes Finale und Lidar. Hauptsache, man trifft sich erstmal selber. Warte. Getroffen. Oh nein! Oh nee. Die haben nicht getroffen. Als ob die mich einfach nicht getroffen haben. Mit Zwischenwand kann man sich auch nicht selber treffen. Was kann ich da hinschießen? Warte mal, jetzt eventuell? Das ist mein Stärkstes, was ich besitze. Ich hab noch mal ein bisschen was jetzt gerade umgeändert. Es regnet. Es regnet Sand auf Gara. Schön, dass ich mitten im Stream mir eben kurz den Channel editiere, ne? Zur Zwischenwand, weiter. Ach du Kacke, wo kam der Stern da jetzt her? Ich habe nichts gesehen. Aber ich sehe es noch mal im Stream gerade. Da war auf einmal ein Stern anwesend. So, ich habe noch mal was anderes eingestellt. Und ich gucke gerade sicherheitshalber hier auch noch mal. So. So. Probier es jetzt noch mal mit deinem Link. No link allowed. Warum hast du das gerade auf Englisch? Ich hab's nicht auf Englisch. Ich hab's einfach nur gerade auf Englisch gesagt. Ich meine, kein Plan warum. Also ich habe gerade sogar noch was anderes eingestellt. Englisch. Discord selber habe ich auf Deutsch. Ich wurde gewarnt, weil ich wieder einen Link gepostet habe. So lange, bis ich gekickt oder gar gebannt werde. Ach, keine Sorge, dann hole ich dich sofort wieder rein. Das gewinnen wir sowas von nicht. Wir sind einfach alle schon tot. Sonst müsste ich einmal den Bot selber editieren, aber dafür hätte ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht die Laune für. Aber schön, dass mein Bot auf die Regeln reagiert. Muss ich nicht selber drauf reagieren. Yo, ich habe dich, glaube ich, vernichtet. Nein, das war Dexter. Verdammt. Halt deinen Mund, Dexter. Das war meiner. Du hast ihn mir geklaut. Oh, da fliegt was. Auch. Da fliegt ein doppelter Tod. Oh, sorry, dreifacher Tod. So,
So, dreifach hops auf das da oben. Irgendwen werde ich schon treffen. Ich schieß zu weit, sowas von. Jetzt muss ich demnächst erstmal gucken, Aho, wo ich das überhaupt einstellen muss bei dem Bot mit den Regeln. Dass er irgendwen auslässt. Oder unter irgendwelchen Umständen. Also ich finde es schön, dass der Bot sich wenigstens die Regeln verinnerlicht hat. Das finde ich wunderschön. Ja, Felix, wein nicht. Dann habe ich sie halt geklaut für nix und wieder nix. Es war mein zweifach Damage, also. Was passiert ist, ist passiert. Wie kann ich Dexter nicht einmal getroffen haben mit meiner Spinne? Ich glaube, das wird einfach wieder ein Krieg zwischen Dexter und mir. Weil ich ihn versehen, weil ich was zu ihm rübergeschossen habe, ihn aber nicht getroffen habe. Warte. Ich bin ja dran. Stimmt ja. Oh Gott. Ich denke mal, Dexter hat das auf jeden Fall als Kriegserklärung meinerseits gesehen. Ich habe die Bewegungsphase verpennt. Ich habe sie gar nicht benutzt. Ich bin einfach stehen geblieben. Und ich habe wieder einen Beaconator gehabt. Yay. Ah, jetzt habe ich es gefunden. So, versuch's nochmal. Yay, der lässt mich jetzt endlich. Ja, aber ich war gerade auf der Bot-Seite. Donnerbüchse. Ich darf endlich Dings posten. Mit der Donnerbüchse konnte man ja durchschießen. Du solltest vergessen, du musst erst abbouncen. Ich kann durch die Wand schießen. Ich schieße ja gerade auf den Bounce. Aber ob du wen triffst, ist wohl eine andere Sache. Ey, ich weiß nicht, ob man sich mit dem Ding selbst treffen kann. Es ist auf jeden Fall stark in alle Richtungen geflogen. So, ich habe den Bot jetzt anders eingestellt. Aber ich finde es schön, dass ich dem Bot wenigstens so sagen kann, dass er sich an Regeln hält. Ich hatte das vor kurzem ausprobiert, damit der Bot für mich das mit den Regeln überwachen kann. Und scheint ja zu funktionieren. Ja und nein. So oft wie der mich verwarnt hat, hätte ich eigentlich schon lange zumindest gekickt worden müssen. Nee, der ist eingestellt, dass er nur warnt. Ich kann den nicht einstellen, dass er einen kickt. Dann bringt es ja aber nicht allzu viel. Weil eine Verwarnung kann man genauso auch ignorieren, wenn man es drauf anlegt. Nee, ich sehe das ja dann und kann dann darauf reagieren. Auf die Regeln. Ich sehe, alles wartet wieder auf mich. Komm! Wo ist mein Stern? Mein Stern wollte nicht. Ich bin sicher. Ich mach Fortify, level ich das. Ich mach Overcharge. Kommt hier nach eigentlich Panzerball dran? Ein Peace und ein Daumen hoch für meinen Bot, der so fein arbeitet. Ein Daumen runter für den Bot, der so kacke arbeitet, wenn man Clips posten will. Das sieht immer so komisch aus, wenn ich Leap Motion verwende. Ja komm, du triffst noch! Lol.
Irgendwo fliegt noch ein weiteres Teil rum. Theoretisch müsste das, so wie ich jetzt schieße, ohne das Portal einfach genau Dark treffen. Komm, Chat! Ich habe getroffen und vernichtet. Zwei sind tot. Und ich werde der Nächste sein. Na, der Nächste werde, glaube ich, ich sein. Ich habe weniger HP. Soll ich wenig allzu weit fliegen lassen? Ah, es sieht auch keiner auf mich. Obwohl, was die Aussage ist unnötig gewesen. LOL, ich bin genau bei Dark gelandet. Wie habe ich das hinbekommen? Naja, das war aber mein letzter Schuss. Aber ich würde sagen, 82er Hit. Scheiß drauf, ich will's haben. Ich will's einfach nur haben. Her damit. Dann hol's dir. Nimm den Dreckschuss und dann hol's dir. Brand! Die Kiste möge brennen! Bitte was Gutes. Hilfe, die Vögel kommen! Nicht die Vögel. Da war ich Yin und Yang, könnt jetzt mich eigentlich verkackern. Wieso macht er mein Fortify nicht? Wer weiß. Nein, ich hab ein Leck. Nein! Lass mich doch machen, Spiel! Nein! Achso, es liegt am Fortify. Spiel lässt dich nicht machen. Ja, ich hab Fortify gedrückt und Fortify ist verbuggt. Man darf nicht Fortify drücken. Warum fixen die das aber auch nicht? Weil Fortify nutzlos ist. Macht den Schaden um so ein paar Prozent niedriger. Das nützt doch sonst eigentlich niemand. An den Trick kenne ich auch schon. Den Trick werde ich nicht benutzen, das könnt ihr vergessen. Nein! 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 Rip Shining? Hauptsache nicht an meine eigenen Waffen verreckt. Ich lebe noch! Das ist nirgends abgebounced. Wie kann man einfach nur mehr Glück als Verstand haben, ey? Wirklich mehr Glück als Verstand, ja, der ich Junge. Kann mit der Position aber auch nichts anfangen. Trotzdem hat der Junge mehr Glück als Verstand. Ich wollte alle, dass ich alte Vier drücke. Warum nicht? Ich lebe doch, lass mich leben. Nee, du bist quasi schon mit einem Fuß im Grab. Du bist nicht der Erste, der den Satz schreibt. Ich dachte erst, das wäre ein Jumper. Nochmal Overcharge. Ich habe ja ein Schutzschild über mir. Der mich hoffentlich retten wird. Es ist ein Witz. Ah, okay, es ist was von oben. Nee, das war zum Glück eine Flare. Das ist eine Flare, hat mich gerettet.
Ich habe den Plan. Solange du es nicht abbaust, kannst du mir ja auch nicht selber Schaden machen, ne? Ich wollte mich ein bisschen hochgraben. Ich wollte höher kommen, damit ich den Berg hochkomme. Mein Plan ist nicht aufgegangen. Stattdessen baust du den Berg noch höher, damit du ja nicht hochkommst. Ich sollte treffen. Habe ich recht? Ich wollte nur nach oben. Hier unten steht es nicht so toll. Ja, ich habe Dark vernichtet. So, Dexter, nur noch wir beide. Oh nein. Tod, Tod dem Shining. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Dexter, Tod dem Shining. Nein. Es hat nicht verdient zu leben. Ja, ich betitel es schon mit S. Ich bin kein S. Sollte es irgendwie werden? Ja, vielleicht, Dexter. Vielleicht ist es ein Sie. Könnt ihr entscheiden. Komm, wander drumherum! Verdammt. Das kann da nicht reingehen. Ja, aber es hätte drumherum gehen können. Auch nur begrenzt. Wenn ich sterbe, dann gehst du mit mir. wenn jemand zwangshaft nun entschieden haben muss. Ich werde nicht alleine sterben. Wenn unbedingt einen Unentschieden erzwingen muss. Ich hab schon so breit dagegen geschossen, ne? ...27 AP, komm! Kommt, meine Froggos! Richtet ihn hin! Richtet ihn hin, Froggos! Ja! Er hat das unentschieden geforst. Ich hab bis zum Ende überlebt. Ich bin glücklich. Los, Gara, wir machen die fertig. Dieser Ballpunkt ist einfach nur... Der ist einfach nur interessant. Den Punkt hole ich mir. Ja, den Eigentor holst du dir. Vor allem, ich habe eine Portal Gun, die leider in diesem Modus nicht so viel bringt. Der Stein beeinflusst den nicht? Oh ja, ich hab Ball. Ich wusste nicht, dass der Stein das Ding nicht beeinflusst. Und Dexter, guck mal, jetzt sind wir doch in einem Team. Das, was du die ganze Zeit nicht wolltest. Ja, er wollte Eigentore machen. Das Eigentor mache ich jetzt. Wir können drüber reden. Oh, das kann Ball. Ich auch. Ball? Hallo? Oh ja, mit meiner Hilfe. Nein! Reaper, hau den weg! Das kann ich auch, Dark. Nur habe ich leider nicht dieselbe Waffe dafür. Warum denken alle immer, ich würde nur Eigentore machen? Von wem war eigentlich dieses komische V da gerade? Weiß ich nicht. Oh, die flogen viel kürzer. Weil wenn es von Dexter war, dann arbeiten wir doch besser im Team zusammen, als er gedacht hätte. Ich muss zu Bad Harmony reinfahren. Das ist mein Ball. Womit schieße ich den Ball weg? Jo, mit Mad Bird. Ach, dann war es Harmony. Er ist der Torwart der Gara. Mit seiner Sandbarriere.
Dann soll er mal aufpassen, dass keine Vögel kommen. Denn der heutige Wetterbericht hat gesagt, es ist wolkig mit Aufsicht auf Vögeln. Der Ball ist einfach mehrfach einfach in der Bewegung gestoppt. Ja! Ich war's nicht. Diesmal war ich's wirklich nicht, ich bin unschuldig. Ich habe ihn zwar in die Luft geschossen, aber ich habe ihn nicht weggeschossen in unser Tor. Hier kommt der Money. Ja? Das war übrigens mein Schuss, ne? Der ging... Da hast du fast wieder deinem Namen alle Ehre gemacht. Ich scheine wieder? Got raised. Nicht, dass es irgendwas bringt in diesem Modus, aber got raised. Aber was Fußball angeht, beziehungsweise Panzerball, würde ich es auch fast lustiger finden, wenn wir auch irgendwie 15 Runden hätten. So wie bei Punkte, dass wir einfach dann nochmal mit neuen Waffen starten können. Kann man ja ab nächsten Monat machen. Und jetzt... ja, mein Tor! Boomerang! Mein Gott, Race hat abgestaubt! Mein Gott, Race hatte doch eine Funktion. Wenigstens ist der Berg da hinten gleich weg. So wie der von euch? Ja, mein Gott, Race hat abgestaubt, weil der genau vom Tor war, das Gott, Race. Du bist nur das Maskottchen. Du machst keine Tore. Halt die Klappe, Dexter. Du bist das Maskottchen. Ich meine, du hast doch kein Tor. Also, laut der Liste hat Akaya das Tor. Ja, mit meinem Godrace gemacht. Die wahrscheinlich nutzloseste Waffe in dem ganzen Modus. Ja, weil die eben mal eigentlich nur so ganz langsam schiebt. Ja, und damit habe ich mir das Tor geholt. Hilfe! Oh, ich habe genau dich und Dark getroffen. Wie hat's dir gefallen? Und Shining, rate mal, was ich wieder für eine Waffe habe. Kürbislaterne, was denn? Ich habe den Beaconator. Ja, ich hatte meinen Beacon schon. Ja, den hast du dir einfach mal kurz aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich hatte meinen Beacon, ich bin glücklich. Ihr könnt nie wieder was dazu sagen. Du hast ihn dir aus der Bibliothek ausgeliehen. Ja. Ja. Das lag nicht an mir. Mein Schuss war dann schon lange rum. Dark, lass mich Portal machen. Guck mal, Dexter hat auch ein Tor. Weiß gar nicht, was du hast. Lass mich Portal machen, Dark. Kannst du doch. Niemand hält dich auf. Oh ja! Genau rein! Aus der Luft heraus! Das war von da! Das war die schönste Pony, die ich je gesehen habe. Ja, danke, Dank. Boah, aua, mein Hals. Oh. Lachen und Kohlensäure, keine gute Kombination. Ach, schön, schon, du sorgst immer wieder für gute Clips. Das war nicht meine Portal Gun, jetzt kommt meine zweite Portal Gun. Ich musste erstmal diesen Lichtgeschwindigkeitsball versuchen, hinterher zu gucken. Weil der Ball fliegt einmal um die ganze Map, um dann von mir aus der Luft ins Tor geschossen zu werden. Aber hey, Gara, zwei Tore. Aber wie der auch wirklich genau reingeflogen ist nach der Portal, ne? Ist halt so. Oh ja, ich krieg wieder eine Chance.
Oder auch nicht. Punkt! Oder ich krieg doch eine Chance. Siehst du, man will was? In meinem Team sein. Ich weiß nicht, was du hast. Was habe ich, was mir gut helfen kann? Nein, Dark, schieß mit Verzögerung. Ich schieß Generator. Kann er noch einfliegen? Wir kamen nicht mal zum Torschuss. Also, was will er da aufhalten? Warte, ich schieße jetzt extra verzögert. Und zwar nach Deutsch. Immer die blöden Leute, die nicht verzögert schießen können. Hui! Oder eher immer die blöden Waffen, die verzögert erst treffen. Das stimmt ja, die können ja noch Leute treffen. Ja, das ist meine It's my time to shine. Och Mann, warum wenn ich nur irgendwas Gutes hätte. Ich hab aus Versehen mein Mikro getroffen. Ich mach kein Eigentor. Hast du schon längst? Chunklet. Komm schon, den machst du. Dark überlegt noch. Hast du übrigens gesehen, dass es mal eine Map gab? Hast du den Ball gesehen? Ja, der hatte gerade den Ultralink des Jahrhunderts. Das war mein Chunklet. Mein Chunklet hat den Leck verursacht. Alberne Bälle in den Himmel. Chunklet war halt die beste Waffe, die ich noch hatte, um den Ball wegzuschießen. Ja! Ja, aber Hallöchen! Ich hatte den Ball noch bewegt. Ich habe halt gerade außer fliegendes V nichts, womit ich den Ball wirklich schießen kann. Allerhöchstens noch Maulwurfshügel. Aber da muss ich halt erstens Glück haben und zweitens instant treffen. Aber Hallöchen! Ja, den Ball, den hast du bei dir. Ja, und meine beste Waffe ist noch Gravies. Ich glaube nicht, dass das den Ball weit schießt. Also Waffen, die normalerweise echt Müll sind, sind hier echt praktisch. Zumindest Waffen, die einen großen Flächenschaden haben, aber schadensmäßig nicht allzu stark sind, sind praktisch. Und Schauball. Ach, wer war's? War ich es? Doppeltes Tor, okay. Wow, das war einmal das war einmal Dark und einmal Bad Harmony. Also wenn ihr das noch gewinnen könnt, dann seid ihr gut. Dann müsst ihr 4 Tore in einem Schuss machen. Ey, wir haben euch noch, ihr könnt noch Eigentore machen. Nee, ich glaube, das war jetzt die letzte Runde. Außerdem fangt ihr wieder mit Eigentoren an. Punkt! Das war ein Pass. Ihr könntet eigentlich auch alle einfach Overcharge machen. Niemals! Wir wissen übrigens nicht, von wem das V war, ne? Ja, wer auch immer das war. Ich weiß nicht, von wem das Eigentor war, aber es ist ein Eigentor. Mann. Aber ich würde sagen, ab nächsten Stream probieren wir es einfach mal mit 15 Runden im Panzerball aus. Das ist die falsche Map. Oh, ich habe richtig gute Sachen, um den wegzuhauen. Der Hauptsache in diesem Modus. Sucht er sich ein menschliches Ziel, also ein Panzerziel oder den Ballziel? Wir werden es nicht herausfinden, weil ich rausgeschossen habe. Wer war das? Ich weiß es nicht. Aber wir sind in einem Team, Akaya. Nein! Die Eigentorschütze Nummer 1 und Eigentorschütze Nummer 2 in einem Team. Das kann doch nichts werden. Warte, auf welches Tor müssen wir schießen? Aufs Grüne, oder? Das Grüne ist doch das Gegnertor, richtig?
Ich erinnere mich, dass das einmal komplett verbuggt war. Nein, wir haben auch einen eigenen Spezialisten! Wenn ich an den Ball kommen würde, ich habe die Monde, die sind richtig OP dafür. Mich würde interessieren, wie stark das schwarze Loch auf den Ball reagiert. Ich habe auch Schrapnell. Schrapnell ist auch echt hart. Oh, es ist hart. Ups, da habe ich den Berg entfernt. Ach du! Das war meiner! Ich habe Tor gemacht! Alex, jetzt lass den Ball denn gleich mal liegen, falls er wieder bei uns liegen sollte. Ich würde gerne sehen, wie das schwarze Loch drauf reagiert. Ich finde ein schwarzes Loch. Ich will sehen, wie Schrapnell drauf reagiert. Das eskaliert. Das habe ich schon gesehen. Und tschüss. Nee. Ich fahre da jetzt hoch und hau da sowas von Schrapnell rein. Ich komme hier hoch. Nicht ganz. Schade. Ich war ein bisschen bergweg. Wow, wofür habe ich jetzt mein Schrapnell gewastet? Ich habe den Berg vernichtet. Aua! Oh, ich hab... Du wurdest von einem kleinen Tortilla getroffen. Aua. Ich habe auch noch Grande Finale, ich habe Cactus Strike. Ich habe noch so ein paar ganz gute Sachen, muss ich sagen. Besser als letzte Runde zumindest. Ja, bei mir auch. Ich hatte nur Müll. Oh, hallo. Hallo, mein Schöner. Bist du heute schon verabredet, oder? So, jetzt noch einmal die Katzen da hinten rein und ich habe den Berg gerade gemacht. Also, hallo, mein Schöner hier. Was gebe ich dem? In der nächsten Runde kommt meine andere gekaufte Map dran. Hat der Ball denn wenigstens zugesagt, Akaya? Nein, weil das nicht mein Tor war. Das war Falix' Tor. Ich habe einen Korb bekommen. Also kein Tor. Oh ja, ich darf endlich schwarzes Loch auf den Ball ausprobieren. Nein, das wird ein Eigentor. Ja! Das darf ich nicht zulassen. Schwarzes Loch! Ja, ich hab doch gesagt, das wird ein Eigentor. Was? Ich weiß nicht, ob mein Schwarzer Schlock dann schuld war. Ja, war es. Habe ich was zum Bauen? Ich habe das zum Bauen gerade auf dich geschossen und du hast es weggemacht. Ich habe ein schwarzes Loch geschossen. Das zerstört die Map nicht. Irgendwer anders hat es aber weggemacht. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Gegner, die im Nachhinein das nochmal weggemacht haben. Bombenteppich. Hallo, du schöner Ball. Miezekatze. War's nicht. Meinst das du? War definitiv nicht meiner. Ja, meine auch nicht, meiner war's. Meine Katze hat nur einmal getroffen, also war es nicht meiner. Ich hab gar nicht getroffen, da war der Ball noch oben. Ja, und meine Katze hat ihn nur in die Luft geschossen, aber weggeschossen hat ihn wer anders. Also ich bin unschuldig. Mir kann niemand irgendwas vorwerfen. Außer, dass wir verlieren. Um Gottes Willen! Ach du Kacke! Das eskaliert weniger als gedacht. Ich dachte, das wird schlimmer. Ich glaube, ich hole mir den Ball. Lüde! Nein! Boah, meine Finger,
Ach, ein Glück. Ich bin unschuldig. Ich habe kein Eigentor gemacht. Alles ist gut. Ein sehr gutes Tor. Ja? Nein. Da liegt er schön. Hier kommt mein V. Ach, du Kacke, Falix bohrt sich einfach durch. Ich bin unschuldig. Das war die Wurst. Wer hat die Wurst gefeuert? Harmony. Es ist Harmonys Schuld. Ja, der sorgt ja auch für schlechte Harmonie. Guck doch seinen Namen an. Aber dass wir verlieren, war irgendwie schon Eigentor. Garantiert. Fast jedes Tor in dieser Runde ist ein Eigentor. Nee, guck. So, meins fliegt verzögert. Also trifft verzögert. Ich bin sehr optimistisch, dass da rechts liegt. Wir können das tatsächlich noch gewinnen. Bikinator ist ziemlich kacke, glaube ich. Das ist sehr großzügig gemeint. Das Beste, was ich habe, ist Hexe und Python. Also, beim nächsten Mal die Portalgun ein bisschen weniger großzügig meinen. Nicht so wie meine erste Portalgun. Ja, ich dachte, der Ball liegt ein bisschen weiter rechts. Ja, wie gesagt, du hast es ein bisschen sehr großzügig gesehen. Ja, nochmal Eigentor. Wir brauchen nur ein Tor machen. Als ob wir das jetzt doch noch gewinnen, eventuell. Hier kommt meine Python, extra ein bisschen verzögert. Was tust du, Akaya? Ich war's nicht. Da wäre nämlich durch die Schlange fast das zweite gekommen. Kommt, ich hab keine Schlange gefeuert. Auch noch Eigentore. Kommt, bitte macht Eigentore. Ich habe keine Schlange gefeuert, ich bin unschuldig. Hallo, Overchatch, nein. Du kannst doch nicht enden. Schuld ist der, der die Schlange gefeuert hat, und das war nicht ich. Nein. So wird es aber leider enden. Komm, Eigentor, 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 Eigentor! Noch ein paar Stücke! Ich glaube, Scharfschütze war, dass das irre lang auf einmal ging. Ja, das geht ja auch nicht gerade selten übel lange. Wenn ich ehrlich bin. Ja, bei dir nicht, bei uns schon. Ich meinte, dass es generell echt lange geht. Ach du Kacke, die ganze Map ist jetzt schon wieder für den Eimer. Da habe ich eine schöne Map rausgesucht, ne? Ja, sehr schön. Die ist ja schon fast wieder nicht vorhanden. Hey, wozu kaufe ich die Maps, wenn ich sie eh schon kaputt mache? Keine Ahnung, wir fühlen uns halt immer so danach, sie direkt kaputt zu machen. Ich kann auch einmal den Ball übel krass wegfeuern, wenn ich meinen Napalm nutzen kann. Ja, Dark, wir machen sie fertig. Ich will meinen Napalm nutzen können auf dem Ball, weil Napalm ist echt stark. Ja, Gara, genau, ist hässlich, muss kaputt. Dabei habe ich extra Geld dafür ausgegeben. Ja, zu viel. Wir wollten da links eskalieren. Keine Ahnung, jemand, der euer Tor kaputt machen will. Nein, der hat einen Graben davor gezogen und noch eine Wand direkt vor dem Tor. Das hat er gut gemacht. Das Tor ist gut geschützt.
Was habe ich, um anzugreifen? Mad Bird! Du hast es gejinxt. Ja! Es ist gut, dass es so viele Eigentor-Spezialisten gibt. Ich bin unschuldig. Das war nicht mein Vogel. Ich habe nämlich keinen Vogel. Dark, hättest du mir nicht den Punkt gönnen können? Oh, Dark wird jetzt wirklich zum Vulkan. Komm, richten die Torpedos es? Nope. Oh, Dexter musste offenbar gehen. Nein. Da ist endlich seinem Namen alle Ehre geworden. Er ist zum Vulkan geworden. Jetzt, ich kann meinen Napalm nutzen. Yes. Jetzt fliegt der Ball richtig schön. Der Ball wird fliegen, wie er noch nie geflogen ist. Irgendwie habe ich mehr erwartet vom Ball. Kann ich mir vorstellen? Kann es sein, dass die anderen auch mehr erwartet haben bei Napalm? Eigentlich eskaliert er mehr. Nee, er ist ja eskaliert, aber nur nach oben und unten, nicht nach links und rechts. Und das war's schon. Ich hab wieder kaum was Gutes. Der Ball leckt gerade. Ich hatte ihn nämlich mit dem schweren Harvey getroffen. Ja. Ich habe was anderes Tolles gehört, was ich dem Ball jetzt antun werde. Ich habe nämlich eine 3D-Bombe. Der Ball ist schon mal mehr eskaliert mit einer 3D-Bombe. Dark ist jetzt kein Vulkan umher. Doch, er wird immer bei einem Vulkan bleiben. Er bleibt beim Vulkan. Oh nein, Dark ist dein Vulkan. In die Liebe will ich mich nicht einmischen. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Vulkan. Ball, Ball! Naja, du bist eher dieses nicht auszuhaltende Hot. Hui, das war mein Tor! Ich hab ein Tor geschossen, ja! Das hätte fast nach einem Eigentor gestunken. Ich hab mein Tor geschossen, ich bin glücklich. Ich schieß einfach fröhlich in den Himmel. Okay. Oh, das war sogar eigentlich ganz okay. Ich hätte fast ein Tor gemacht damit. Ja, dass ich einfach in den Himmel geschossen habe. Unser Eisberg darf jetzt. Oder unser Eisberg will nicht. Der ist auf jeden Fall explodiert. Komm schon, jetzt habe ich dem Eisberg eine richtig gute Vorlage gegeben. Aber Gaara genauso. Verdammt, das riecht wieder ganz streng nach einer Niederlage. Das hat aber einen ganz strengen Geruch. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hier riecht alles super. Ich rede von dem strengen Geruch.
Ja. Nein, Falex hat wieder gehalten. Falex, der Torwart. Was macht eigentlich unser Eisberg? Der schießt die ganze Zeit nur auf euer Tor. Das war jetzt Hack. Das war nicht in Ordnung von euch. Naja, mein Kamikaze lief nicht so gut. Den Schuss, den könnt ihr nicht schaffen. Der ist zu schwer. Und der haut einen Jammer rein, das wird nix. Es wird mal echt gejammer. Kann ich denn noch schießen? Warte, was? Es ist unentschieden. Momentan ja. Hilfe. Ein Ball. Ja. Ja. Das ist mein Tor gewesen, wieder. Ich habe noch ein Tor gemacht. Salz und Pfeffer. Erst salze ich den Ball und dann kriegt er nochmal Pfeffer. Ja, da eskaliert. Ja! Da wurde wieder ein Eigentor gemacht. Ich bin ganz unschuldig. Ich hätte es auch gesagt. So, ich schieß extra verzögert. Genau deswegen. Nur noch die rechte Seite existiert. Der Rest der Map ist einfach weg. Ja, die Map wird ja nie wieder zurückgesetzt. Er hat ja keinen Erdbeben. Ach so, wir sind dran! Ah ne, ihr seid dran. Okay, ich dachte schon. Oh, wir sind dran. Okay, er hat genau gleich verpennt. Oh, das war mein X-Attack. Schön, dass er genauso verpennt hat wie ich. So, meine Chance. So krass habe ich den Ball wirklich noch nicht rumfliegen sehen. Der flog letzte Runde noch einmal heftiger. Abgesehen von den Malen, wo der Ball halt teleportiert wurde, aber ich würde sagen, diese Momente zählen nicht, weil da ist der Ball nicht wirklich geflogen, der hat sich einfach teleportiert. Ja, das war doch eine interessante letzte Runde.
Also, war schön mit euch. Mal gucken, was der tägliche Siegesbonus sagt bei mir. Ich will wieder 100 haben. Naja, nur 3. 0. Ich habe mir auch schon jemanden rausgesucht, an den ich euch gleich sofort weiterleite. Habe ich jetzt einfach währenddessen gemacht. Ich hoffe, ihr hattet einen interessanten Abend, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ja, ein Follow auf Twitch und ein Abo und ein Like auf YouTube. Also bis dann. Tschüss.